Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Oh, es tut mir leid, der Pep von Mittwoch ist weg. Also, das kann ich jetzt voll vergessen. Wow, wieso muss ich jetzt automatisch an den Fußballtrainer Pep Guardiola denken, wenn ich Pep sage? Okay, hätten wir das auch geklärt? Das ist wahrscheinlich eine komische Assoziation im Kopf. Ich habe einen blauen Fleck am Bein. Oh. Wo kommt denn der her? Also ich weiß, dass er nicht von Leo kommt. So doll kann er doch nicht knuffen. Okay. Wow, tut mir leid. Ich bin etwas müde. Ja, ich wollte heute, weil es das letzte Video für 2017 ist, man glaubt es nicht, aber es ist wirklich wahr, heute ist der Freitag. Freitag, der... Ich habe einen Hänger. Wartet mal schnell. Moment, in dem man froh ist, dass man irgendwo eine Uhr hat. Heute ist Freitag, der 29. So. Ich habe das Datum zusammenbekommen. Ein Wunder. Okay. Ja, ich wollte mal mit euch mein Jahr Revue passieren lassen. Ein Resümee. Ein kleines Bouquet. Das fände ich jetzt schön. So. Und jetzt der Moment, in dem ich mir selbst so peinlich bin, dass ich mir denke, möge sich bitte ein Erdloch auftun. Ja, was kann ich über dieses Jahr sagen? Also ich muss sagen, am Anfang von 2017 habe ich so gedacht, krass, 2016 ist voll schnell vergangen. Wow, das ist voll der Klischeesatz, aber ist so. Und da habe ich noch so gedacht, mal sehen, was das Jahr mir bringt. Dann im Sommer muss ich sagen, mein Sommer, der war dieses Jahr richtig schlimm. Ja, der Sommer, der war, um es mal nett zu sagen, total, und es ist in Seltenheit, dass ich dieses Wort benutze, aber der Sommer war scheiße. Erst war die Geschichte mit diesem Großkonzern, mit dem ich diese Problematiken hatte. Das Video kommt übrigens im nächsten Jahr irgendwann, das, wo ich euch die Geschichte mal erzähle. Dann ist mein Hase gestorben, Issy. Rest in peace, Issy. Wir sind bei dir gedanklich. Wieso mache ich dann diesen hier? Okay. Ich muss sagen, ich vermisse sie. Ich habe sie wirklich sehr lange. Ich vermisse sie immer noch. Das ist, auch wenn jetzt das Jahr kurz vor Ende ist, fehlt sie mir. Dann hatten wir eine Telefonumstellung. Wir haben dieses Jahr auch eine neue Telefonanlage bekommen. Das fällt mir auch gerade ein. Und damit schnelleres Internet. Das war das erste Gute. Das war eines der guten Dinge, die passiert sind. Ich habe viel Zeit mit meinen Eltern verbracht und mit meinen Geschwistern und auch mit meinen Großeltern habe ich viel geredet und so, und das war echt toll. Also ich fand, so vom Menschlichen her habe ich dieses Jahr für mich das Maximum rausgeholt. Ich hatte auch ein tolles Jahr mit meiner Pflegerin. Hi an dieser Stelle! Und auch dir ein wunderschönes neues Jahr. Wenn du dieses Video siehst, sehen wir uns erst wieder nächstes Jahr. Das ist voll lustig, wenn man es mal überlegt. Ja, ich mache jedes Jahr immer gerne diesen Witz mit meiner Mutter. Ich rede mit dir nicht mehr bis nächstes Jahr. Das kurz vor so um 12 Uhr rum. Ja. Dann die guten Dinge, die dieses Jahr passiert sind, waren zum Beispiel, ich habe eine tolle Zeit. Ich war dieses Jahr bei uns in der Nähe auf der großen, in der Nähe heißt vielleicht wirklich so Stadtnähe, heißt, war eine große Veranstaltung und da war ich. Gut, es hat mich ganz schön hingenüschelt. Da ist das Video mit meiner Sprachblockade entstanden danach, dieses, wo ich so lange gebraucht habe. Da habe ich fast 10 Tage, wirklich 10 Tage gebraucht, bis mein Gehirn sich wieder erholt hatte. Aber ich bin immer noch stolz auf mich, dass ich hingegangen bin. Ich habe dieses Jahr auch, ich kann es nicht sagen, dass ich mehr draußen war oder so, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ja, aber was auch noch schön war, war dieses Jahr, ich habe Leo kennengelernt, diesen kleinen Fellknäuel, der hier überall gerade Fellwuscheln hinterlässt, solche Pluschwuscheln, der haart gerade unglaublich und ja, der ist so bezaubernd und
Ja, an Weihnachten rum hat mein Vater, also kurz vor Weihnachten hat mein Vater ihn dann auch das erste Mal live gesehen. Und der erste Satz, den mein Vater dazu gesagt hat, war: Das sieht ja aus wie unser Hund, nur in klein. Und es stimmt wirklich, so vom Fell her ähneln die sich extrem. Ja, und ich hatte an sich ein sehr gutes Jahr. Ich muss sagen, ich war eigentlich dieses Jahr mehr gut gelaunt als schlecht gelaunt, was bei mir echt ein Wunder ist, weil früher war mein zweiter Vorname Miesepeter. Und ich werde mit irgendwie die letzte Zeit und die letzten 2 Jahre werde ich mit jedem Jahr irgendwie ja, besser gelaunt. Ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr tendenziell weniger Kopfschmerzen, was bei mir schon so eine ganz große Sache ist, weil ich eigentlich sehr oft Kopfschmerzen habe. Und ja, was war noch dieses Jahr? Also politisch gesehen fand ich das Jahr sehr anstrengend, dieses ständige Hoch und Runter, Auf und Ab. Ja, dann die ganzen Geschichten, die sonst so passiert waren, waren manche gut, manche waren schlecht. Man kann sagen, wie es ist, es ist immer so, das ist irgendwie so alle Jahre wieder. Und ich für mich habe dieses Jahr mir eher vorgenommen, mich mal nicht auf die Sachen, die so global oder so passieren, zu konzentrieren, sondern eher so auf das, was bei mir passiert. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht gerade das, was so mega interessant ist, aber ich habe mir dieses Jahr ich hab richtig was gegönnt, nämlich 2x25 Päckchen mit Unterhosen. Also ich habe jetzt 50 Unterhosen. Das tut mir leid, aber das war auch Teil meines Jahres. Ja, und an und für sich muss ich sagen, ich hatte ein gutes Jahr und ich habe auch dieses Jahr angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Das war, was ich bisher noch nie gemacht habe, wo ich mal nur so die Ausgaben und die Einnahmen und so weiter mal miteinander im Vergleich habe. Hat mir meine Mom empfohlen, dass ich das mal anfangen sollte. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, ganz ehrlich, ich habe im Moment einen Antrag laufen beim Amt und ich hoffe jetzt sehr, dass der nächstes Jahr dann bewilligt wird. Und ja, drückt mir die Daumen und wenn es geklappt hat, erzähle ich euch dann auch, was es war. Wenn es nicht geklappt hat, erzähle ich es euch voraussichtlich auch, aber eben auch erst nächstes Jahr, weil im Moment ist das alles noch in der Schwebe und da gibt es nicht viel zu erzählen. Ja, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Ende des Jahres und ich hoffe, dass ihr ein tolles Silvester habt. Ich werde mich wahrscheinlich Silvester unter der Bettdecke verstecken und hoffen, dass der Lärm bald aufhört. Und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Silvesterpläne habt. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an eventwelt.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Ich bin jetzt begeistert und werde mich an meine Mutter rankuscheln. Was heißt, Mami muss sich so hinstellen und ich werde sie umarmen. Und ja. Und vielleicht werde ich dann auch noch Leo kraulen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dann. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Zu einem weiteren Jahr mit mir. Oh, das klingt jetzt irgendwie voll narzisstisch, finde ich. Aber trotzdem, mit mir.